Leute, was geht bei euch? Mir wurde der absolute Medic-Waffen-Geheimtipp zugetragen. Eine Waffe, die jetzt bei der neuen Time to Kill noch richtig gut reinböllern soll. Und zwar von Cass, der hat heute Morgen mir das hier geschickt. Mit diesem Bild dazu. Und ja, ich sag mal so viel, wenn Cass das sagt, dann wird das schon irgendwie stimmen. Und ich werde jetzt 2, 3, 4 Runden TDM spielen und mal gucken, ob die Waffe wirklich so reinböllert. Ich habe schon eine Vermutung, warum das so sein könnte. Aber gucken wir erstmal. Ab geht's. Okay, ab geht's, Leute. Der Geheimtipp, Typ 100. Oh Gott, die sind da oben schon. Oh, ja, okay. Das war ein Blatt. Ich dachte, da hat sich einer hingelegt, aber das war irgendein Palmblatt oder so hier. Das ist ein Gegner. Sind hier unten auch noch welche? Sind schon down. Oh, das meine ich, es ist halt... Ihr seht, wie die Waffe einfach komplett gar nicht verzieht. Das ist halt die laserigste Waffe jetzt im ganzen Spiel. Ich wüsste jetzt nicht, dass es noch eine gibt, die noch laseriger ist. Ah, die Leiche schießt da. Und genau das ist die Sache. Hier hat man es gerade eigentlich perfekt gesehen. Die Waffe schießt so lasergenau, dass halt extrem wenig Kugeln vorbeigehen. Und deswegen kommt einem das so vor, als ob die Gegner verdammt schnell umfallen. Die Time to Kill unterscheidet sich eigentlich nicht großartig von anderen Waffen. Aber durch die Präzision geht halt einfach alles rein. Es fühlt sich halt mit der Waffe irgendwie so an, so ein bisschen wie bei der alten Time to Kill. Jetzt konnte ich den nicht retzen. Dann gönnt euch, wie schnell die Gegner umfallen. Rechts kommen da welche hoch. Check erstmal hier, dann flankiere ich die. Oder unten ist einer. Down. Komm, fixer Flank. Die beiden. Oh, hier. Perfekt, hat der Mate. Okay, aber ich laufe da jetzt nicht runter. Ich laufe jetzt wieder hier auf die gegenüberliegende Seite, weil so scheinen die Spawns hier zu funktionieren. Kann ich mir auch noch Muni mitnehmen? Achso, ist schon vorbei, lol. Oh, hallo. Hier werde ich mal kurz umlaufen. So, wir waren aber noch mehr. Perfekt. Okay, dann gucken wir hier nochmal. Was? Ja, da. Kurz Muni mitnehmen. Und dann den anderen Spawn abfangen. Wir sollen jetzt hier eigentlich oben spawnen. Beziehungsweise hinter der Kirche. Ja, tun sie auch. Da kommen schon die Leuchtfackeln geflogen. Dann gehe ich mal hier rüber. Hier kann man die ein bisschen besser abfangen. Dann kann man auch checken, ob hier was spawnt. Oh ja, hier spawnt was. Aber nur der... Die anderen kommen jetzt hier. Oh, hat er mich gesehen? Oh, was? Wo? Och, nö. Komm schon, das muss nicht sein, oder? Das war nicht direkt hier. Es gibt direkt Rache. Es gibt direkt Rache. Oh, was? Da ist einer. Jetzt ist der da nicht mehr. Doch. Der ist da noch. Ja, oh, da ist noch mehr. Kurze Granate. Aber ich glaube, man sieht das auch, oder, Leute? Sieht man das? Nein! Er hat sich selber getötet, oder? Ach nee, es war ein Mate mit dem Dynamit. Da ist die Nummer 1. Und jetzt sneak ich mich hier direkt durch. Hol den. Hol den. Oh Gott. Habe ich auf den falschen geschossen. Ich habe auf den mit Full AP geschossen, anstatt auf die, die low waren. Okay, der ist hier rechts rein. Links kommt aber auch noch was. Perfekt. Hier rüber. Den. Nachschieben. Den. Den. Oh, kein Aim. Perfekt. Stabiler Start. Okay. Kann ich schießen? Ey, schon wieder der Bug. Den habe ich ständig. Dass ich vor Gegnern stehe und nicht anvisieren kann und gleichzeitig nicht schießen kann. Habt ihr den auch? Seit dem Update. Ich habe den ständig. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Da hat man die nicht die Typ 100 gesehen jetzt. Ne, du bist doch die... Ja, ja, da ist er. Der hat hier die ganze Zeit gekämpft. Ganz ruhig, das wird schon wieder. Okay, aufstehen und weiter geht die Fahrt. Ich glaube, ich laufe mal hier hinten rum. Ist vielleicht ein Fehler, aber hier kommen mir schon welche entgegen. Was macht er denn da? Oh, da sind zwei.
Das sind zwei. Laufe ich doch lieber hier lang. Oder komme ich hier rüber? Ich weiß es gar nicht. Oh Gott. Was mache ich hier? Also. Und einmal kein. Waren hier nicht zwei? Oh, da! Perfekt. Und die Muni mitnehmen. Gehen die hoch. Oh, da liegt einer. Na komm, zeig dich, zeig dich! Er zeigt sich nicht. Hallo. Und jetzt einmal wieder hier hinten rum. Mate. Der ist schon down. Wird er geretzt? Ach, komm schon. Oh ja, da hat man die Type 100 nochmal gesehen. Was macht er hier? Aber ich denke, man merkt, dass das Teil echt gut reinböllert. Okay, ich laufe hier rum. Perfekt. Die sind immer noch da hinten, oder wie? Ach, die kommen nicht aus ihrem Spawn raus. Die haben sich da verkämmt. Also, nicht, dass sie nicht rauskommen, rauskommen. Sie wollen nicht rauskommen. So, auf die Art. So, Typ 100. Das, oh Gott, die sitzen da alle in den Fensterchen. Was macht der da? Muni mitnehmen, dann wird er gerätzt. Och, er drückt durch. Oh, aufgepasst. Smate. Boah, Typ 100. Ich schwör's euch. Aber was ist das bitte für ein Anvisier-Bug? Ich kann so oft nicht anvisieren und nicht schießen. Beziehungsweise allgemein nicht schießen. Manchmal geht's mit dem Anvisieren. Hier ist eine Leiche. Komm, auf den schnell. Ich glaube, die sind hier. Kann das sein? Oh ja. Da ist einer. Hier ist einer. Hier ist noch einer irgendwo. Oh, doch nicht. Bleib liegen. Liegen bleiben. Perfekt, der Mate macht das. Den nehme ich noch mit. Aua, nein. Ach, komm schon. Es wird so gekämpft. Ohne Witz. Jeder einzelne Tod war irgendwie durch einen Camper. Oh nein. Ach, komm schon. Ja, ja, ja. Ey, wollt ihr mich irgendwie? Oh, einmal kann ich noch reinspawnen. Komm, einer wird hier noch gelasert. Einen brauche ich hier noch. Ah, schade. Leute, das ist das Typ 100 mit der neuen Time to Kill. Meiner Meinung nach der absolute Geheimtipp beim Medi. Klar, es ist nicht ganz so wie vorher, aber es fühlt sich von... Also meiner Meinung nach, ich habe jetzt alles Mögliche durchprobiert, vor allem beim Medi. Und die Waffe fühlt sich mit am besten an jetzt mit der neuen Time to Kill. Falls ihr noch den einen oder anderen Waffengeheimtipp gefunden habt, schreibt ihn gerne in die Kommentare. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja und ihr keine weiteren Battlefield 5 Videos verpassen möchtet, lasst gerne ein Abo da. Vielen Dank dafür. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr dem Video auch noch einen dicken Daumen nach oben, ein Like geben. Auch vielen Dank dafür und tschüss. Was macht er denn hier? Hallo? Hallo?